Was wollt ihr? Der Erste darf wieder entscheiden. Oh, Ramsey war der Allerschnelligste. Ranger. Okay. Verflucht seist du, leidiger Löwenlord, schreibt Metatron. Ja. Aber so ist das. Aber die Summe macht's. Die Heldengenerationen machen's. Irgendwann sind wir dann stark genug. Okay, was war's? Ramsey schreibt Ranger. Der Ranger Ramsey. Ramsey der Zweite. Machen wir nochmal. Randomize? Oh, der blinde Ranger. Ramsey. Warte mal, da machen wir Ramses. Ramses, der Zweite. Beim letzten Mal habe ich ein S vergessen, jetzt gibt es ein extra S und dann stimmt's wieder. Würde ich sagen. Ramsey der Zweite, Ramses der Zweite, der blinde Ranger. Na dann. Vor Jahrzehnten regnete ein seltsamer Meteorit vom Himmel, der in Kristallsplitter zerbröselte, da wo er landete. Oder sie, es waren anscheinend mehrere. Die Splitter wurden geerntet und studiert und wurden zur Basis der Magie des Imperiums. Ein solcher Meteorit landete auch im nördlichen Tal und hat den toten Wald und die Kristallhöhle erschaffen, neben seinem Einschlagort. Du wurdest gesandt, um zur Monster Slayer Gilde beizutreten. Okay, von mir aus. Mit dem Zweiten sieht man mehr wie Elex. Elex, gibt es eigentlich von Elex 2 Neues? Gibt es da einen Termin oder irgendwas? Hat man da was Neues schon gehört? Würde mich ja echt interessieren. Das ist irgendwie die Story aus Final Fantasy V. Naja, ich meine, das Spiel ist voller kleiner Referenzen und sowas. Das würde mich gar nicht wundern. Okay, einen besseren Bogen haben wir jetzt momentan nicht für den Ranger, aber andere Ausrüstungsgegenstände haben wir. Ich sortiere mal wieder kurz ein bisschen Waffenrüstungen und sonstiges Equipment und dann schauen wir mal, was der Ranger brauchen könnte. Ja, die ist immer gut, die Rüstung. Die gibt uns eins Rüstung, was immer gut ist. Und diese Dexterity-Karte, die man einfach kostenlos spielen kann. Dann kriegt man ein paar AP und zieht noch eine Karte. Das ist immer gut. Insofern nehmen wir die auf jeden Fall. Und plus 2 Startmana ist auch nicht verkehrt, je nachdem. Und dann nehmen wir noch die Goldstiefel. Und los geht's. Die schon so viele Helden vor ihm trugen. Nehmen wir... Gehen wir mal in den Elderberry Fortress. Ich weiß nicht, ob wir da schon waren. Ja genau, Ramsey, Fallen Crusader, Metatron und jetzt Ramsey der Zweite. Sind bis jetzt heute unsere Helden. Let's do this. Wen nehmen wir denn? Ah ja, den Mönch. Hatten wir den Mönch schon mal dabei? Ich glaube schon. Oder den Druiden. Nehmen wir den Mönch mit. Ich mag das ganz gerne. 2 Attacken ausweichen finde ich gut. Das kann in brenzlichen Situationen genau das Richtige sein. Gehen wir mal campen. Start. Plus 1 Mana. Ich ziehe noch eine Karte. Na, ich hätte gern AP, glaube ich, für den Ranger. Der Ranger wird nicht viel zaubern. Ich hätte mir vorher sein Deck anschauen sollen. Nehmen wir noch eine. Okay. Müssen wir nehmen. Wenn man so viel Glück schon mal hat, dass man 3 Karten kriegt. Schauen wir mal die Karten an, die er hat. Standard, Standard, Standard. Ah ja, Ausweichkraft plus 20%. Okay. Und kritische Treffer. Ich verstehe schon. Wahrscheinlich ist das so die Spezialisierung. Und gib alle deine Angriffspunkte aus für die Schaden. Ich verstehe. Achso, da unten haben wir noch was. 5 physischer Schaden und wenn das die erste Karte ist, die du spielst,
10 physischer Schaden, muss ich mir merken. Zielscheibe immer als erstes spielen. Hello. Hello. Hauen wir gleich mal eine Standard-Attack-Karte aus dem Deck. Oh, da ist gleich noch ein Healer. 2 Healer nebeneinander. Anscheinend ist da viel Bedarf, wenn hier 2 Healer nebeneinander ihr Geschäft führen können. Ranger, der ist Danger. Ja genau, Ranger Danger haben wir jetzt hier. Verbessern wir mal die Dodge-Karte. 30%ige Ausweichkraft und wir ziehen gleich die nächste Karte. Ist immer gut, glaube ich. Okay, auf zum ersten Kampf. Ein Level 1 Greif. Greifen darf man nicht unterschätzen. Auch Level 1 Greifen nicht. Aber wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich dürfen wir ihn schon unterschätzen. So, die Karte muss immer als erstes gespielt werden. Ah, wir können ihn, glaube ich, um 1 HP nicht besiegen, leider. Naja. Wird schon nicht so viel Schaden verursachen. Ah, was haben wir denn da für eine Fähigkeit? Die hatte unser letzter Held auch schon. Dass die Angreifer immer ein bisschen Schaden kriegen. Ich weiß es nicht. Vielleicht finden wir es beim Level 2 Wolf raus. Ist das Armor? Ich dachte, Armor bedeutet, dass man weniger Schaden kriegt. Möglicherweise bedeutet das aber, dass der Angreifer einen Schaden kriegt. Könnte schon sein, dass das so funktioniert in Wirklichkeit. Da war gerade ein kritischer Treffer. Ach so, das war auch die kritische Trefferkarte. Ja, ja, ist schon klar. Ich habe mir gerade gedacht, wo hat denn der kritische Trefferwahrscheinlichkeit her, der Bade? Ramsey, der Zweite. Aber gut. Hey, okay. Nehmen wir Retaliate. 2. Das ist, finde ich, eine ganz gute Karte. Das heißt, wenn ich die auf der Hand habe, wird ein physischer Angriff auf uns automatisch gekontert und macht 12 Schaden. Das heißt, wir kriegen keinen Schaden, sondern der Gegner stattdessen. Das ist immer gut. Dann gehen wir zum nächsten Wolf. Ein Wolf nach dem anderen. Die Standardangriffskarten, die schmeiße ich immer als erstes aus dem Deck raus. Die ist einfach immer nicht gut. Nehmen wir mal unsere Ausweichfähigkeit von unserem Mönchsbegleiter. Damit wir ein bisschen weniger Schaden ansammeln. Es dauert bis zum nächsten Level. Da müssen wir durchhalten. Ah, Mist. Zielscheibe immer zuerst ausspielen. Da hätte ich jetzt mehr Schaden machen können. Gereicht hätte es trotzdem nicht, aber trotzdem, da sollte ich echt dran denken. Wirklich, Konter 1, ne? Vielleicht, na, ich weiß nicht, woran es liegt. Aber auf jeden Fall kontern wir immer 1. Immer wenn die uns angreifen, kriegen die einen Schaden. Gut zu wissen. Ich weiß nicht genau, woher es kommt, aber macht dir nichts. Mach den Bettverleger, braver Wolf. Ja, hast jetzt schon 2 im Grunde. Rangers sind normalerweise für Erstschläge und Crits. Ja, das ist auch hier in dem Spiel so. Auf jeden Fall. Und ausweichen kann er auch sehr gut. Anscheinend. Zumindest sagt mir das sein Startdeck. Und die Karten, die wir für ihn kriegen, werden wahrscheinlich auch in die Richtung gehen. So, wir kriegen ein Pure Strike. Aber dafür brauchen unsere Begleiterfähigkeiten 2 Runden länger zum Regenerieren. Ich will erstens gar keine Pure Strike-Karte. Und zweitens ist die Schreine sind einfach immer blöd. Gehen wir zum untoten Dieb. Bam. Das war ein kurzer und schmerzloser Sieg. Level 2 Skelett. Der dürfte uns dann ein Level abbringen. Schauen wir mal. Hilft hier nichts. Arbeiten mit dem, was wir kriegen. Immerhin haben wir eine Retaliate-Karte. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Was will man mehr? Ich nehme die Charge-Up-Karte. Die ist nämlich auch immer gut. Da gibt man 2 AP aus, kriegt aber 4 AP und eine Karte wieder. Also im Endeffekt einfach nur so eine, ne? Durchrauschkarte, die ein bisschen was bringt. Alright, let's do this. Na gut, diesmal konnte ich sie nicht als erste Karte spielen. Ah, da ist unsere Dodge 2-Karte. Die hatten wir noch gar nicht.
30% Ausweichkraft. Da könnten wir uns echt ein paar von diesen Dodge-Karten, dann können wir eigentlich, ne, super hohe Ausweichkraft zusammenkriegen. Mit ein bisschen Glück. Wäre nicht schlecht. Schleims sind leider wieder resistent gegen physische Angriffe. Hier wäre ein magischer Charakter wieder besser geeignet. Und Schleims sind einfach lästig. Schleim sind einfach wirklich lästige Gegner. Wenn man die nicht gut besiegen kann mit ein paar guten magischen Angriffen, die lassen einem dauernd Karten abwerfen, regenerieren sich dauernd ein bisschen und sind einfach nervig. Aber ich glaube, jetzt reicht's. Gut. Es hat sich ausgeschleimt. Untoter Cleric. Los geht's. Ich glaube, der redet in irgendeiner Fantasiesprache. Kann das sein? Ghostbusters! Genau. Was machen wir denn? Ich mache einen Angriff. Wir machen Ausweichkraft. Und wir hauen noch zweimal mit dem Bogen drauf. Wir hauen mit dem Bogen drauf. Ganz recht. Der heilt sich selbst. Na gut. Kann er machen. Bringt ihm nämlich auch nichts mehr. I better study these new skills. Level up. Hey, nehmen wir jetzt die Retaliate 1 Karte, dann hätten wir eine zweite Karte, mit der wir physische Angriffe kontern könnten. Oder die Dodge 1 Karte, dann hätten wir noch mehr Dodge. Und Dodge ist immer gut. Ich nehme noch mehr Dodge. Nehmen wir noch mehr Dodge. Bitte sanft zu meiner Leiche. Meinst du, du warst das Grab mit der Tron? Oder du bist ja ganz woanders gestorben. Aber wer weiß. Wer weiß. Händler. Schauen wir mal. Was der so hat. Absolut nix. Oh, das wäre ein guter Bogen. Den könnten wir, glaube ich, schon brauchen. So gut ist er auch wieder nicht. Wie gesagt, ich gebe ungern im ersten Gebiet für... Die Handschuhe wären auch nicht schlecht. Nein, nein. Nein. Nix da. Stattdessen geben wir unser hart verdientes Geld nämlich dafür aus, dass wir beim Händler eine Karte upgraden. Und zwar... Nehmen wir die da. Damit wir ein bisschen mehr Schaden austeilen können auch einfach. Und eine Karte aus unserem Inventar werfen. Nämlich so eine nervige Attack 1 Karte. Und weiter geht's. Zu dem Level 4 Goblin, würde ich sagen. Alright, you know what to do. Aktivieren wir mal die Hilfskraft von unserem Begleiter. Schade. Wir haben ihm jetzt nämlich durch unsere Hilfskraft einmal Ausweichen gecancelt, was ich cool fand. Jetzt hat er doch wieder ein Ausweichen. Also dem ersten Angriff, den wir spielen, der ersten Karte, die wir spielen, wird er garantiert ausweichen. Was er jetzt hiermit gemacht hat. Aber gut. Einmal Retaliated. Diese Retaliate-Karte ist echt gut. Die hat schon vielen Gegnern echt viel Schaden gemacht und uns schon echt viel Schaden eingespart vor allem. Das ist echt super. Upgrade. Machen wir die kritische Trefferkarte super gut. Dann haben wir wenigstens eine Karte auf der Hand, mit der wir auch richtig austeilen können. Das ist, glaube ich, nie verkehrt. Ja, die ist immer gut. Ich finde, diese Battle Frenzy Karte kann man immer brauchen. 10% der maximalen HP werden wiederhergestellt und 2 extra Karten, die man zieht. Ja, super. Don't get careless. Okay, können wir gleich benutzen. Naja, die ganzen Standardangriffskarten, die wir so haben, können wir jetzt mal raushauen. Ist nicht die Welt, aber gut. Ah, der hat auch so eine Mist. Der hat auch seine als erstes Spielen dann super viel Schaden machen Karte gehabt. Ja, da haben wir nicht genug Aktionspunkte, um die jetzt noch zu spielen. Ich hätte die vorher spielen sollen, ich Idiot. Die machen wir in der Runde halt dann. Hörst du jetzt auf?
Ranger gegen Ranger. Das Ranger-Duell. Tja, wir haben gewonnen. Undead Barb. Der untote Barbar. Na dann. Kritischer Supertreffer. Das ist gleich mal eine gute Eröffnung. Und vielleicht ein bisschen Block, vorsichtshalber. Ich glaube, der kann gut austeilen. Und die Ausweichkraft von unserem Freund auch noch. Sehr gut. Aua. Komm schon. Nahkampfangriff, kontern, tot, level up, perfekt. Was will man mehr? Wunderbar. Unsere Hand Size hat sich vergrößert. Wir können eine Karte mehr auf der Hand halten. Jetzt haben wir noch den wilden Löwen Stufe 3. Dann geht's auf zum Boss. Ah, wir brauchen mehr AP, merke ich so. Und die ganzen Attacke-Karten müssen aus unserem Inventar. Kontern. Sehr gut. Au, au. Aber nicht schlimm, au. Nur ein bisschen au. Kaum der Rede wert, das au. Cool. Schön langsam können wir mit ihm ganz gute Kombos machen mit unserem Ramsey dem Zweiten hier. Zyklop, willkommen. Der Erbsenkopf ist Geschichte. Aber jetzt kommt der wahre Kampf, Ramsey. Der wahre erste Gegner im Grunde. Der Zyklop. Schauen wir mal, wie gut wir den weghauen können. Ich hoffe sehr gut. Aber man weiß es nicht. Auf jeden Fall werden wir seinen ersten zwei Angriffen gleich mal ausweichen. Ah, kontern. Ausweichen, ausweichen. Das ist sehr gut. Einmal trifft er uns noch. Aber es gibt Schlimmeres. 45% Dodge, das ist gut. Wir brauchen Aktionspunkte. Ah, er hat Enough! Blöd. Ich hasse es, wenn Gegner Enough haben und meine schönen Kombo-Ketten unterbrechen. Vor allem, weil wir jetzt die nächste Runde mit total blöden Karten auf der Hand starten, die ich eigentlich eben raushauen wollte. Na super. Ah, ich hasse es. Naja, hilft ja nichts. In die Augen! Ganz genau. Desert Railgun, hallo. Oh Mann. Okay, aber jetzt. Das wird seine letzte Runde. Na, doch. Doch, das schaffen wir. Das schaffen wir. Na, ja. Aber wenn er uns jetzt einmal attackiert, ist er tot. Cool. Erster Boss besiegt. Oh, noch eine Retaliate-Karte. Oh, oder noch eine Dodge-Karte. Beides ziemlich gut. Ich weiß es nicht. Verdammt. Verdammt, Desert Dragon, danke fürs Subscriben. Ach so, Metatron, danke dir dann fürs an Desert Dragon verschenken. Hat insgesamt 23 Abos auf dem Kanal verschenkt. Wow, das ist echt viel, oder? 23 mittlerweile. Dankeschön, Desert, Metatron. Und dir auch, Desert Dragon, fürs Geschenk bekommen. Oder so, fürs Dasein. Also, Retaliate 2 oder Dodge. Nehmen wir Retaliate 2. Warum nicht? Wir brauchen aber auch mehr AP. Aber wir brauchen auch die Karte. Victory. Seems like I've improved a little. Leveln wir den Sage mal auf. Metatron, nochmal danke fürs Abo verschenken an Lord Killermiete. 24. verschenktes Abo. Jetzt wartet mal. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Nee, okay, es passt schon. Nee, warte, doch. Ja, okay. Leveln wir erst die Begleiter hoch. Kümmern wir uns erstmal der Reihe nach um alle möglichen Begleiter. Dann um die Helden. Weiß nicht, ob das Sinn macht, aber ich mache das jetzt so. Ein neuer Helm. Oh, mit einmal Dodge und einmal Retaliate in unserem Deck. Das ist super. Das sind genau die Karten, die ich sammle. Ich glaube, da kommen die plus 2 Gold pro Kampfstiefel weg. Und dafür, das sieht sogar, also, untypisch für so einen Bogenschützen, aber
Da der anscheinend eh blind ist, ist es eh wurscht. Gehen wir ins Grab der Alten, der Vorderalteren oder so. Da waren wir, glaube ich, noch nicht. Vampire und Minotauren lauern hier. Der Anfang der zweiten Map, immer gefährlich, wissen wir. Very dangerous, da hat er recht, der Ramses der Zweite. Nehmen wir den Mage mit. Und gehen wir erstmal zum Händler. Genau, das ist gut. Ach so, weil die zur gleichen Zeit dazugekommen sind. Deswegen gleich zwei verschenkt. Ja, warum nicht? So. Dodge Antidot. Nee, brauchen wir nicht. Aber ein Captain, den brauchen wir. Captains sind immer gut. Der kann uns nämlich eine Karte upgraden. Und ich glaube, dass ich die Dodge-Karten verbessere. Oder die da. Ich weiß nicht recht. Die ist vielleicht auf Stufe 3. Ja, okay. Nehmen wir die Erst-Strike-Karte und verbessern die. So, der schwächste Held. Ein untoter Level 6 Ritter. Na dann. Puh, jetzt kommt's drauf an. Let's do this. Erstschlag. Bam. Das war schon mal gut. Eine gute Eröffnung. Wir brauchen echt mehr AP für den Helden, Mensch. Mehr Aktionspunkte. 90% Dodge durch unseren Mönch, würde ich sagen, ist mal ein guter Anfang. Und er trifft trotzdem, wie unverschämt. Einen Angriff können wir blocken, ausweichen und er trifft trotzdem. Hey, ich finde das ein bisschen gemein, dass er zweimal trifft, obwohl wir 90% Ausweichchance haben. Ah, nicht nett irgendwie. Nein, jetzt hat unser Zauber gekontert. Meine Güte, was hat denn der alles für nervige Karten, der Arsch? Das gefällt mir nicht. Weichen wir mal den nächsten zwei Angriffen von ihm noch aus. Einen können wir kontern. Ausweichen. Ausweichen. Und? Er spielt keine mehr. Okay, gut. Oh, der geht mir jetzt schon auf die Nerven. Zu wenig Aktionspunkte. Wir müssen uns jetzt echt auf Aktionspunkte konzentrieren, vor allem sie den zweiten. Das ist gerade das Wichtigste, so ziemlich. Kritischer Treffer. Und noch ein kleiner Treffer. Und noch ein Treffer. Leider nicht ganz gereicht. Oh, wisst ihr was? Ja, komm. Euer Zauber von unserer Begleiterin. Gut, erster Kampf gewonnen, aber es hat nicht für ein Level Up gereicht. Gehen wir mal zur Heilerin. Ist blind, darum trifft er. Ja, klar. Der ist wie... Ich weiß nicht, es gibt doch bestimmt... Der ist wie Kenshi oder wie, na, wie heißt denn der Marvel-Held? Daredevil, genau. Der ist wie Daredevil. Der hört mit seinen... Es sind keine Hörner an seinem Helm, das sind Antennen. Mit denen nimmt er Vibrationen wahr. Und so kann er quasi... Er geht immer rum und quietscht ganz laut wie Fledermäuse. Und dann hört er mit seinen Antennen, fühlt er die Vibrationen und weiß dann, wie der ganze Raum aussieht. Ist ein bisschen, ist noch dazu irritierend, das psychologische Kriegsführung, weil er im Kampf dann immer schreit. Der läuft immer rum und bevor er schießt, macht er immer und die Gegner denken sich, what? Weil sie nicht wissen, dass er der Daredevil ist. So funktioniert das. Okay, schmeißen wir eine Attacke-Karte raus. Und kämpfen gegen eine Level 7 Vampir-Fledermaus, würde ich sagen. Was sie alle, Ramses. Die Monster stinken so krass, da kann er nicht daneben schießen. Das kann auch sein. Das kam noch dazu wahrscheinlich. Okay, Vampir-Fledermaus. Eröffnungsschlag. Hey, wir haben echt zu wenig Aktionspunkte. Ist echt blöd. Wenn ich jetzt das mache, und ich mache das auch, kann ich die krasse Karte, die wir auch noch hätten, schon nicht mehr ausspielen. Das ist echt schade. Ich kann nur noch die ausspielen. Und dann halt die da. Yes. Zweimal gekontert. Diese Retaliate-Karten sind schon nützlich. Würde ich sagen. Super Combo! Und wir haben sogar genug AP, um alle auszuspielen. Das ist gut.
Ah, ja, doch. Ich dachte schon, die ging daneben, aber passt schon. Das war eine gute Runde. So stelle ich mir das vor. Eine Karte upgraden. Hidden. Hidden ist auch keine schlechte Support-Karte. 5 HP-Regeneration für den Rest des Kampfes. Auch nicht schlecht, Mensch. Aber ich würde jetzt nicht noch mehr Karten aktuell ins Deck nehmen, solange wir nicht mehr AP haben. Ich scheue mich schon davor, Karten hochzustufen, weil die dadurch auch teurer werden manchmal. In dem Fall anscheinend zum Glück nicht. Kämpfen wir gegen Level 7 Skelett. Alright, let's do this. Solange der Pfeil nicht im Gestank stecken bleibt. Hoffentlich, so dicht wird die Gestanksatmosphäre nicht sein, hoffentlich, um die. Ich nehme mal die 2x Ausweichenfähigkeit von unserem Begleiter. Autsch. Was für ein Arsch. Oh gut, 2, 3. Alle 3 Retaliate-Karten auf der Hand. Jetzt haben wir 2x geblockt, gekontert, tot. Das gefällt mir immer, wenn die sich quasi selbst umbringen im eigenen Zug. Das ist cool. Eine Karte kopieren. Das wäre natürlich auch was. Wir könnten die gute Retaliate-Karte kopieren. Aber das Deck zu sehr mit Retaliate-Karten zu bomben, ist oft auch keine gute Idee. Weil dann hat man irgendwann mal 7x5 von diesen Karten und kämpft gegen einen Magier, kann dann nicht angreifen und sind nutzlos gegen Magier so ziemlich die Karten. Ist nicht gut. Ich würde deswegen tatsächlich diese Support-Karte hier verbessern. Weil die kostet uns nichts, bringt uns 10 HP und mehr Karten. Die kostet nichts, bringt uns 2. Ich meine, die ist nicht super gut, aber die stört nicht im Deck. Die müllt uns das Deck nicht zu. Nein, wir müssen fast die Karte hier verbessern, weil die schon auf Stufe 3 abgegradet ist einfach und guten kritischen Schaden macht. Das macht schon Sinn. Okay. Machen wir das. Neuer Händler. Moment, wirklich? War das ein neuer Händler oder war das der gleiche nochmal? Doch, das ist ein neuer. Hat aber auch nichts Interessantes. Aber ich gehe trotzdem nochmal zu dem Händler, weil wir haben immerhin 100 Gold auf der hohen Kante. Die können wir ausgeben, um, ich würde fast sagen, eine normale Attacke-Karte aus unserem Deck zu löschen. Gut, gut. Level 7 Vampirin. Alright, you know what to do. Wir brauchen echt mehr AP für ihn. Wir hätten so viel Macht auf der Karte, können aber leider nicht alles spielen, befürchte ich. Jetzt durch die Karte haben wir mehr AP bekommen. Oh, yeah, okay, das ist schon ziemlich gut. Haben wir die 2 kritische Trefferkarten raus. Das war nicht schlecht. Hier auch noch gute Eröffnungsrunde, würde ich sagen. Und wir haben noch eine Retaliate-Karte auf der Hand. Die wird auch gleich benutzt. Autsch. Die ist echt gemein. Aber gut, passt schon. Ich gebe uns mal ein bisschen Rüstung noch, weil wir noch eine Runde aussetzen müssen. Cool. Cool. Finisher! Fatality! Level 6, sehr gut. Wir haben einen Level 6 Gegner gefunden. Der ist Gold wert in so einem, im zweiten Dungeon. Unterschätzen dürfen wir ihn trotzdem nicht. Die können schon nervig sein, aber gibt Schlimmeres. Okay. Torsna. Ja. Korstei. Passt schon. Kriegen wir schon hin. Moment mal, was ist mit unseren Retaliate-Karten? Warum benutzen wir denn die bitte nicht? Komm schon.
Das sind Supportkarten, keine Angriffskarten. Ah, Power Strikes sind Supportkarten. Ich dachte, das sind Attackkarten. Dann war das jetzt gerade richtig übel von dem. Zum Glück leveln wir jetzt hoch, wenn wir den besiegen. Hoffentlich besiegen wir den. Ich werde jetzt vorsichtshalber mal unsere beiden defensiven Fähigkeiten von ihm hier nutzen, weil die Runde müssen wir jetzt echt dringend überleben. Eigentlich kann uns in der Runde jetzt fast nichts passieren. Wir dürften sehr, sehr sicher sein. Ja, okay. Aber verdammt nochmal. Da muss man echt aufpassen. Aber jetzt haben wir ihn. Da, 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 da. Cool. Was haben wir denn hier? 12 Schaden und 3% kritische Trefferchance für den Rest des Kampfes. Und such dir eine von 3 Karten auf dem gegnerischen Deck an und wirf sie weg. Das klingt schon echt nicht schlecht, ne? Aber wir brauchen jetzt mehr AP. Wir brauchen jetzt mehr AP. Nicht noch mehr Karten reinholen ins Deck. Das bringt uns alles nichts, wenn wir die nicht spielen können. Wir brauchen jetzt plus 2 Starting-AP. Das, glaube ich, ist gerade wichtiger. Kämpfen wir nochmal gegen die Level 8 Vampirin. Da hatten wir gerade ganz gute Chancen gegen die. Hätte die Karte zuerst spielen sollen. Blöd. Von mir. Tja. So ist das eben manchmal. Die spielt und spielt und spielt ihre Karten. Und wir haben kaum noch Karten auf der Hand. Aber passt schon. Die schaffen wir schon. Ich befürchte, dass wir ein bisschen angeschlagen aus dem Kampf rausgehen könnten. Deswegen blocke ich lieber mal ein bisschen, statt Schaden zu verursachen. Na, schon hat sie unseren Block durchbrochen. Ah, oh, die macht ganz schön üble Kombos. Aber jetzt kriegt sie von uns eine kritische Treffer-Doppel-Kombo. Und den da. Und den da noch. So. Puh. Verdammt, das war echt nicht schlecht. Ach, hat die süße Öhrchen. Wer die Vampirfrau? Ah,